Willkommen bei Kamikaze auf Viva und Viva 2. Und heute machen wir mal Direktmarketing für einen Kinofilm. Der Film heißt Liebesluder. Und wir haben uns gedacht, wenn die Leute nicht ins Kino kommen, dann kommt das Kino eben zu den Leuten. Die absolute Mega-Hauptdarstellerin des Films ist auch dabei, Anke Elke. Sie spielt in diesem, sie spielt das Liebesluder, glaube ich. Ah ja, und Anke klingelt schon bei einigen Leuten, die wir jetzt mal besuchen. Haben wir die Videokassette eigentlich dabei? Die freuen sich schon. Welche? Hast du die Kassette dabei? Die hast du die nicht? Die hast du doch in der Tasche. Die haben wir irgendwo. Wir haben nämlich den Film dabei. Anke, stell dir mal kurz dem Publikum vor. Du bist? Grüßt euch. Ich bin die Anke. Und das ist eine kleine Premiere heute, denn es gibt einen neuen Service für Kinogänger, die nicht ins Kino gehen wollen. Quasi keine Kinogänger, oder? Ja. Behinderte Kinogänger. Ja, es ist jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Auf jeden Fall gehen wir da heute mal rein und zeigen den Menschen den Film. Allerdings nur einen kleinen Appetitanreger. Ich mache auch ein geiles Gewinnspiel, habe ich gehört, stimmt das? Ich denke, ja. Und wir haben auch ein paar Kleinigkeiten dabei. Frisches Popcorn und du hast da... Du hast die Kassette nicht mit? Doch. Moment. Ja, Thomas. Also diese Kassette, auf der der Film ist. Auf der Film ist. Das Liebesluder von Detlef Rehbock. Ein Spitzenknallerfilm. Ich hab genannt, der nennt sich jetzt nur Buck. Ist das wahr? Ja, stimmt. Wie waren denn die Dreharbeiten? Ach du, möchte gar nicht anfangen. Da reden wir später auch drüber. Wir besuchen einfach Leute. Angeteased, ja. Wir klingeln einfach bei irgendwelchen Leuten. Das war ganz gezielt. Ganz gezielt, ja. Ruhig auch mal hier. Ruhig mal ordentlich klingeln. Das ist geil, ja? Vielleicht ein bisschen, ja? Du machst doch immer aus allem eine Show. So, und da geht's schon los. Da kommen die Ersten, die kennen uns. Thomas, komm doch einfach mit. Jetzt sind sie hier schon im Treppenhaus, ja? Ein unglaublich schönes Treppenhaus. Viele Postkästen. Ich glaube, da gibt es eine Menge potenzieller Zuschauer. Thomas, komm einfach rein, ja? Kann nicht passieren, hm? Ja, da stehst du draußen so rum, Thomas. Hm? Okay, mach doch mal Licht an hier. Ja, was dauert das denn so lange? Das ist der Feuerknopf. Ja, und es war Licht. Oder wir gehen zu Fuß. Was schlägst du vor? Ich würde sagen, bei unseren Hintern. Ja. Ja? Gerne, ich bin gut. Könnte ich zu Fuß gehen? Ja. Wir sind gut zu Fuß. Wie geht's das hier hoch? Vorher zeigen wir euch, liebe Zuschauer, ein Musikvideo. Ja. Vielleicht Anke mit Torch. Ja, das ist aber auch ein lecker Business. Ja. Dir fehlt der Fisch.